Seit 4 Monaten führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Zerstörung und Tod. Das hat Putin in das Land gebracht. Und darüber hinaus die ganze Weltordnung auf den Kopf gestellt. Wie soll das alles enden? Für Putin hat die Ukraine als Staat kein Recht zu existieren. Er behauptet, historisch ist das Land russischer Boden. Deshalb will er die Ukraine wieder unter russische Kontrolle bekommen. Und noch mehr. Er möchte das Großrussische Reich wieder auferstehen lassen. Angefangen hat alles am 21. Februar. Putin erkennt die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk an und billigt die Stationierung von russischen Soldaten im Donbass. Dann am 24. Februar. Die russische Armee greift die Ukraine an, und zwar von allen Seiten. Aus Belarus und aus Russland sollen die Truppen von Norden und Nordosten an Kiew heranrücken und versuchen, die Regierung zu stürzen. Der Plan für den Süden und Osten? Die Soldaten sollen eine Landbrücke zwischen der Krim und dem Donbass herstellen. Der Kreml dachte, diese Spezialoperation, in Russland darf sie ja nicht Krieg genannt werden, ist ganz schnell erledigt. Und die Ukrainer würden sie zumindest teilweise wohlwollend empfangen. Aber nichts da. Der Widerstand der Ukrainer war immens und das hat so keiner gedacht. Im Süden aber lief trotzdem erstmal alles nach Plan. Wichtige Städte wurden erobert, vergleichsweise schnell. Mariupol wurde eingekesselt, die Landbrücke von der Krim zum Donbass war da. Im Norden aber kamen die russischen Truppen zwar bis zum Kiewer Vorort Irpin voran, aber das war's dann. So, alles in allem muss man sagen, dass die russische Armee der ukrainischen Armee eigentlich so sehr überlegen ist, das hat man nicht wirklich gemerkt. Die Russen waren schlecht ausgerüstet, es mangelte an Verpflegung und Treibstoff, Soldaten wussten nicht, was genau ihre Mission ist und sie benutzten unverschlüsselte Funkgeräte, die so von Geheimdiensten einfach abgehört werden können. Und. Dann, Ende März, Anfang April, Putin änderte seine Strategie. Der Kreml merkte, das mit der Eroberung Kiews, das wird erstmal nichts. Also zogen sich die russischen Truppen zurück. Am 2. April meldete die ukrainische Armee, dass sie wieder volle Kontrolle über die Region haben. Aber mit dem Rückzug der russischen Truppen kamen auch die Gräueltaten ans Licht. Die Massengräber und die Berichte über Menschen, die wahllos getötet und vergewaltigt wurden. Russland konzentriert sich jetzt auf die Angriffe auf den Donbass. Und das mit Erfolg. Die russische Armee greift an wenigen Punkten an, aber dafür lange und intensiv. Und so ist sie mit Personal und Gerät deutlich überlegen. Seit Ende Mai verzeichnet Putins Armee dort wieder Geländegewinne. Bevor es weitergeht, erzähle ich euch ganz kurz, was Update ist. Update ist eine News-App, die euch rund um die Uhr mit den wichtigsten Nachrichten versorgt. Unser Team besteht aus 220 Menschen. Die App gibt es in 34 Ländern. Mit Update wisst ihr über alles Bescheid, was gerade in diesem Moment wichtig ist. Wie lange soll der Krieg noch gehen und vor allem, wie soll das alles enden? Aktuell scheint es wenig realistisch, dass die Ukraine alle verlorenen Gebiete zurückerobern kann. Schon gar nicht die Gebiete im Donbass, die sie schon 2014 verloren hat. Aber genauso unrealistisch ist es laut Experten, dass Russland die Ukraine vollständig besiegt. Vieles hängt jetzt auch vom Westen ab. Wie lange bekommt die Ukraine Waffen geliefert und wie hart treffen Russland die Sanktionen des Westens? Einige Experten vermuten, dass Putin die Kämpfe vorerst einstellen wird, wenn er den Donbass komplett eingenommen hat. Die Ukraine könnte den Verlust der Gebiete natürlich nicht anerkennen, aber Russland hätte erstmal einen Erfolg zu vermelden. Aber ob es dann wirklich vorbei ist? Naja, Putin hat ja die Vision, dass er alle Gebiete, die früher mal russisch waren, zurückholen will. Dann wäre er noch lange nicht am Ziel. Also wann Russland seinen Krieg beendet, das weiß wohl leider nur der russische Präsident selbst. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Update-Kanal.